oben in der Luft und jetzt mittendrin im Geschehen und damit herzlich willkommen zum großen Finaltag des Porsche Tennis Grand Prix in Filderstadt. Und wir sind da, wo wir gar nicht hin dürfen, nämlich in den heiligsten Hallen, da wo die Spielerinnen sind. Hier sehen wir zum Beispiel Ärzte, wir haben uns nochmal erkundigt, alles in Ordnung. Beide, sowohl Kim Kleisters als auch Daniela Handtuchhofer, erfreuen sich, naja, fast bester Gesundheit. So, wir tasten uns langsam vor, denn wir haben eine ganz besondere Ehre. Wir werden die Spielerinnen abholen zum großen Finale. Schauen wir noch mal kurz. Hier ziehen sie sich normalerweise um. Da sind sie jetzt aber gar nicht drin. Ich darf da sowieso nicht rein. Deswegen gehen wir weiter. Interessant, die Spielerinnen haben ja manchmal einen Coach, manchmal auch eine junge Dame als Betreuerin. Und deswegen hat man gesagt, die sollen in einem anderen Raum unterkommen und duschen. Aber das Kuriose ist, die haben einen Raum zusammen. Schauen Sie mal, Man and Woman. Tja, also gemischte Sauna war mir bekannt, aber dass das hier so läuft, nicht schlecht. Jetzt kommt aber der große Augenblick. Ich hoffe, dass die beiden Damen uns vom DSF erhören. Also, ich werde jetzt mal klopfen. Hier ist die Players Lounge. Und dann hoffen wir mal, dass sowohl Kim Kleisters als eben auch Daniela Handtuchhofer jetzt losgehen. Good luck, ladies. Have a nice final. So, also jetzt trauen wir uns mal hinterher ganz vorsichtig. Ja, ist natürlich interessant, was die beiden Damen vorher gemacht haben. Wir wissen von Daniela Handtuchhofer, dass sie ein ganz spezielles Programm quasi abspult. Ich schlängel mich mal hier eben durch. Ein ganz spezielles Programm. Sie hat sich auf einem Nebenplatz noch aufgewärmt und draußen, außerhalb der Anlage, wirft sie immer mit einem Football, um einfach besser in den Rhythmus zu kommen. Kim Kleisters übrigens ist leicht erkältet, hat uns der Papa Leo eben noch verraten. Es hat ja jeder so seine unterschiedlichen Aktionen kurz bei diesem Moment. Es gibt zum Beispiel die Geschichten von der großen Susan Lanlan, das ist aber schon 80 Jahre her. Die hat vor jeder Partie einen Cognac zu sich genommen, dann auch noch während des Matches im Verlauf der Pausen. Aber man muss sagen, die Dame war so überlegen, die hat mal 8 Turniere am Stück gewonnen, ohne überhaupt einen Satz abzugeben. Es ist ein sehr, sehr langer Weg hier auf den Center Court. Also da kann man nochmal so ein bisschen die Gedanken durchgehen, was man sich vorgenommen hat für dieses große Finale. Hier ist kein Mensch außer Security. Und Sie, liebe Zuschauer, sind eben auch ganz allein mit den beiden Finalistinnen. Wie gesagt, ein ungewöhnlich weiter Gang. Kim Kleisters kennt ihn schon vom Finale. War hier vor 2 Jahren mit einer Wildcard ins Turnier gekommen. Unterlag dann Martina Hingis. Und auf der anderen Seite, die andere hat in diesem Jahr auch schon ein Turnier gewonnen. Nämlich in Indian Wells. Und jetzt lauschen wir mal dem Countdown. Also ganz toller Moment, muss ich sagen. Aber ich sage Ihnen ehrlich, Gott sei Dank muss ich da jetzt nicht drauf. Die Halle ist pickepacke voll. Wir begrüßen Daniela Handtuchhofer. So, also jetzt ist der Moment, wo die beiden Damen auf den Court kommen. So, ich bin mittlerweile hier oben. Und neben mir sitzt der Coach von Daniela Handtuchhofer, Nigel Steers. Thanks that I can ask you some questions. Daniela looks always so Daniela very sieht professional. Ja immer so profihaft cool aus. Ist sie in der Wirklichkeit auch so cool? Yeah, she really is. She's one of the real professionals who gets out there every day, just works at her craft and, you know, tries to become a better player. This morning you had the breakfast, everything Sie was relaxed heute Morgen with normal her mom. Frühstück, alles war ja ganz entspannt mit ihrer Mutter, gestern normales Abendessen. Gibt es eine besondere Routine vor dem Match, die sie braucht? Ich habe gehört, das macht sie auch. Ja, ich versuche einfach nur klarzustellen, dass sie ein richtiges Warm-up hatte und sie ist auch sehr sorgfältig in der Vorbereitung und versucht, das zu behandeln wie jedes andere Spiel auch. I think she played once against Kim. Sie hat einmal schon gegen Kim gespielt. Wie sieht es heute aus im Matchplan? Ja, aber das ist schon ziemlich lange her. In Antwerpen, glaube ich, war das. Das war, bevor ich mit ihr gearbeitet habe. Also nicht zu viel komplizierte Dinge. Ich habe ihr eigentlich nichts Besonderes gesagt. Sie hat die ganze Woche sehr gut gespielt. Und sie muss aus ihrem Instinkt heraus spielen. Und ich glaube, sie spielt gut. Ich glaube, sie hat eine große Chance. Kim ist natürlich eine große Gegnerin. Das wird nicht leicht. Die gibt nicht auf. Aber es wird ein gutes Spiel.
viel. Sie ist so viel, hat so viel Selbstvertrauen. Man könnte meinen, sie ist Nummer 1 in der Welt, aber das liegt noch lange hin. Aber da müssen wir noch viel Arbeit leisten, bis wir da hinkommen. Gegen Venus müssten wir da erstmal uns durchspielen. Also sie zielt aber darauf ab und das ist prima und sie will dranbleiben, auf dieses Ziel hinarbeiten. Das braucht vielleicht noch etwas Zeit, aber sie macht gute Fortschritte. Vielen Dank und hoffentlich sehen wir ein großes Finale. Danke. Ja, liebe Zuschauer, und bevor wir zum großen Finale kommen, wagen wir nochmal einen Kurztrip zurück durch dieses fantastische Turnier mit allen seinen kleinen Geschichten, seinen Höhepunkten. Ganz liebevoll erzählt von meinem Kollegen Tim Ahlfeld und nicht zu vergessen, zusammengestellt und damit an seiner Seite Zina Schmetterau, unsere Cutterin. I just would like to say thank you in the name of DSF to Mr. Cervellini and to the company of Porsche. Wir sagen also danke für eine glänzende Woche in... Und weil hier fast immer tolles Wetter ist und wir ein Sportsender sind, haben wir uns gedacht... Ja, was kann schöner sein, liebe Zuschauer, als eine kleine Fahrradtour mit Martina Hingis? Treten und trotzdem auf der Stelle bleiben. So ungefähr muss sich Martina Hingis gerade vorkommen. Wieder ein frühes Aus nach der Verletzung und trotzdem... Im Herzen bin ich auch glücklich, doch. Hi, I'm Jennifer Capriati and welcome to the Porsche Tennis Grand Prix in... Der traurige Abgang der Nummer 1 der Setzliste, Niederlage gegen Alexandra Stevenson. Papa Stefano verrät uns ein Geheimnis, seine Tochter ist fast blind. Sie verliert ständig den Ball aus den Augen und dann ist ihre Reaktionszeit um eine Hundertstelsekunde zu langsam. Während Jenny trauerte, rockte Stefano auf der Players Party ab. Mein Vater musste auf die Bühne und tanzen, manchmal sind diese Feste lustig. Spaß hat natürlich auch wir auf der Players Party. Man muss ja schließlich seine Kontakte knüpfen. Und bei uns durfte jeder mal singen. Und wir hatten auch kleine Journalisten dabei. Martina, ich würde gern wissen, wie viele Autos und was für welche du hast. Ja, ich wollte Jennifer Capriati fragen, wie sie zu dem Sport Tennis gekommen ist. Kim, wann möchtest du denn heiraten? Wenn wir schon beim Tennis sind, dann gehen wir doch einfach auf den Center Court. Und mit mir, und das ist ganz stark, eine junge Dame, die hier schon zweimal gewinnen konnte. Anke, hallo. Wie sind die Erinnerungen an die Zeit? Eigentlich nur schön. Ich habe ja öfters gut gespielt und dann zweimal gewonnen. Das ist eine schöne Erinnerung. In Trainingsklamotten sieht man Anke nur noch selten. Extra Unsinn wegen hat sie eine Ausnahme gemacht. Danke, Anke, sagen auch die anderen. She's really wonderful. I wish she would do more tournaments. Lackierte Fingernägel und wundervolle glänzende Augen. Daniela Handtuchhofer trifft jetzt gleich im Finale auf Kim Kleisters. Wer gewinnt, ist die neue Königin von Filderstadt. Du bist die Königin. Die Königin von Filderstadt. Prinzessinnen sind die beiden auf jeden Fall schon. 19 Jahre in diesem Jahr geworden, also ganz jung und ähnlich aufgeregt wie ich, ist jetzt bestimmt ihr Kommentator des großen Finals von Filderstadt. Daniela Handtuchhofer gegen Kim Kleisters. Viel Spaß mit Elmar Polke. Ja, auch ich möchte Sie nochmal begrüßen hier aus der Kommentatorenkabine heraus zu diesem 26. Finale von Filderstadt. Und es wird bestimmt ein sehr, sehr interessantes Match werden. Davon gehe ich zumindest aus. Zum einen auf der Linken, da haben wir hier Daniela Handtuchhofer. Das ist die slowakische Antwort vielleicht auf Anna Kurnikova. Zumindest für viele. Einige Zahlen zu ihr und ihrer Karriere. 19 Jahre ist sie jung, die derzeitige Nummer 11 der Weltrangliste. Sie wird also in der nächsten Woche zum ersten Mal in ihrer bislang noch kurzen Karriere unter den Top 10 stehen. Lebt mittlerweile in Bratislava und hat in diesem Jahr ihren richtigen Durchbruch auf der WTA-Tour geschafft. Matthias Stach sprach es bereits an, sie gewann ein Turnier und dann gleich dieses große in Indian Wells, als sie im Endspiel Martina Hingis schlug. Für Kim Kleisters ist dieses Endspiel von Filderstadt bereits das 15. in ihrer Karriere. Auch sie, noch 19 Jahre jung, hat in diesem Jahr schon ein Turnier gewonnen.
Vielleicht erinnern sich einige, das war die Veranstaltung von Hamburg, während wir hier die erfahrene Leiterin dieser Partie groß im Bild haben, Anne Lasser-Ulrich, eine Stuhlschiedsrichterin mit einem sogenannten Gold Badge. Also das ist wirklich die allerhöchste Qualifikation, die man als Stuhlschiedsrichter haben kann. Einmal haben die beiden bereits gegeneinander gespielt. Das war vor 2 Jahren der Fall in Antwerpen. Damals gewann Kim Kleisters, aber vor 2 Jahren, das hat noch gar nicht so viel Aussagekraft. Wie gesagt, Daniela Handtuchhofer, sie hat in diesem Jahr erst ihren großen Durchbruch geschafft. Hat eine Bilanz von 50 zu 21 Siegen im Jahre 2002. Und erreichte neben diesem Turniersieg von Indian Wells noch 3 Halbfinals und 5 weitere Viertelfinals. Hier das oben rechts, da müssen wir mal langsam anfangen. Das ist die Mutter von Daniela Handtuchhofer, Marianne Handtuchhofer. Links daneben, das haben wir eben gehört und gesehen, ihr Coach Nigel Sears. Und unter dem Coach, das ist die Mutter von Kim Kleisters, Els Kleisters. Sie ist erst gestern Abend hier nach Filderstadt gekommen. Sie löst sozusagen Papa Leo Kleisters ab, der ein wenig weiter links sitzt. Und sie wird dann in der nächsten Woche zusammen mit ihrer Tochter nach Zürich reisen. Das ist die nächste Station auf der WTA-Tour. Und um das Bild noch zu komplettieren, rechts neben der Mutter, das war die Physiotherapeutin Evelyn Koppens. Hier haben wir Leo Kleisters im Bild. Er also schon die ganze Woche hier in Filderstadt mit dabei, ist ja eine Fußballlegende in Belgien. Tja, und den dürfen wir nicht vergessen, Leighton Hewitt. Seit 3 Jahren an der Seite von Kim Kleisters. Hier in Filderstadt hält er sich immer unglaublich zurück, will ganz einfach nicht Kim irgendeine Aufmerksamkeit nehmen. Und Kim hat noch gesagt, sie ist irgendwie ruhiger, wenn er am Rand sitzt. Das zweite Duell zwischen der Belgierin Kim Kleisters und Daniela Handtuchhofer. Die Nummer 6 der Setzliste, Kleisters, wird dieses 26. Finale von Filderstadt eröffnen. Match während dieses Turniers bestritten gegen Amélie Mauresmo, lag bereits mit 2:5 zurück, wehrte bei 3:5 sogar einen Matchball ab und war dann am Ende noch mit 7:5 in Durchgang 3 erfolgreich. Sie hatte außerdem 3 Sätze benötigt, als es zuvor im Viertelfinale gegen Lindsay Davenport ging. Daniela Handtuchhofer, sie bislang noch ohne Satzverlust in Filderstadt, hatte aber vielleicht auch nicht ganz diese namhaften Gegner, wie das bei Kim Kleisters der Fall war. Thank you.
Tuchowa eine Spielerin, die große Ausholbewegungen hat. Also irgendwie im Gegensatz zu Kim Kleisters gar nicht mit so einer Athletik agiert, sondern mehr mit Schwung spielt, aber natürlich trotzdem imstande ist, ein unglaublich hohes Tempo zu gehen, wie das ja mittlerweile bei allen Top-Spielerinnen auf der WTA-Tour der Fall ist. Das hat die Partie gestern gegen Amelie Morismo gezeigt, auch als sie zurücklag, auch als es wirklich knapp war, nahm sie die Bälle früh, ging in die Bälle rein und erzeugte immer wieder einen immensen Druck.
leichte Fehler der Daniela Hantuchowa. Und nach einer 40:15 Führung hat nun Kim Kleisters gleich im ersten Aufschlagspiel der Slowakin die erste Möglichkeit zum Break. Daniela Hantuchowa ist 1,81 Meter groß. Das hilft ihr natürlich beim Aufschlag. Hat dadurch einen guten Winkel. Zum 1-2. Kim Kleisters übrigens zum dritten Mal hier in Filderstadt am Start. Wir hatten es eben von Matthias Stach gehört. Einmal stand sie bereits im Finale. Das war vor 2 Jahren, als sie per Wildcard hier ins Hauptfeld gekommen war und dann doch ziemlich glatt Martina Hingis unterlegen war. Vorausgegangen war damals der Sieg in Leipzig und deshalb erhielt sie für dieses elitäre Hauptfeld dann die Wildcard. Und damit jetzt auch die ersten Break-Möglichkeiten für Daniela Hantuchowa. Eines Unforced Errors auf der Vorhandseite bei Kim Kleisters gelingt Hantuchowa das erste Break in dieser Partie. Hier haben wir Dr. Wolfgang Porsche im Bild. Porsche ja in diesem Jahr erstmals Veranstalter, nicht nur mehr Hauptsponsor in Filderstadt. Einem Turnier, das erstmals 1978 ausgetragen wurde und das immer wieder große Namen als Turniersiegerinnen hatte. Martina Navratilova war hier 6-mal erfolgreich, Tracy Austin 4-mal. Und auch Martina Hingis konnte diese Veranstaltung 4-mal gewinnen, zuletzt eben im Jahr 2000. Das muss das Konzept der Kim Kleisters sein. Sie muss versuchen, Hantuchowa auf dem Platz zu bewegen. Ich denke, da ist sie ihrer Kontrahentin überlegen. Sie ist einfach fitter, athletischer.
von Kim Kleisters. Da war zunächst die ganz gute Variation von Daniela Handtuchhofer bei diesem Rückhand-Kurzkrotzschlag, aber ihre Reaktion darauf genau die richtige, sofort die Longline-Attacke. Kleisters ist in diesem vierten Spiel dieses ersten Satzes jetzt vor allem gelungen, Handtuchhofer an der Grundlinie zu bewegen. Dann scheint sie verstärkt Fehler zu begehen. 15:40, Breakmöglichkeiten für Kim Kleisters. Der Belgierin gelingt also sofort das Rebreak. Sie ist zurück in diesem Match. Gleicht aus zum 2-Beide. Es gab erst drei Finals in dieser langen Geschichte dieses Turnieres, in der das Finale über drei Sätze ging. Zuletzt 1996, damals setzte sich Martina Hingis gegen Anke Huber in drei Durchgängen durch, im dritten Satz mit 6:3. Aber das mit Abstand spannendste Finale, das fand im Jahre 91 statt. Auch da Huber mit von der Partie. Und sie bezwang damals zur großen Überraschung Martina Navratilova im dritten Satz mit 7:6. Schon in der kompletten Woche hier von Filderstadt auf, wie exzellent sich Kim Kleisters da bewegt. Es gibt nur ganz wenige Bälle, an die sie nicht mehr herankommt. Das war natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Daniela Handtuchhofer, den Punkt abzuschließen. Auch der Manager von Michael Schumacher ist hier in der Halle von Filderstadt, Willi Weber. War also nicht in Suzuka mit dabei. Schumacher hat ja mal wieder heute den Grand Prix von Japan gewinnen können vor Teamkollege Rubens Barrichello. Was für eine Saison des Michael Schumacher. Thank you.
$625.000 ist diese Veranstaltung in diesem Jahr dotiert. Man hat also nochmal $60.000 draufgelegt im Vergleich zum vergangenen Jahr. Die Siegerin erhält einen Scheck über $97.000, wenn sie denn auf den Porsche verzichtet. Knapp daneben, schade. Tolle Ballwechsel. Schauen Sie mal, wie weiter Kim Kleisters aus dem Feld getrieben wurde durch diesen Kurzkrossschlag. Und ist trotzdem noch in der Lage, diesen Rückhandslice so genau ins Eck reinzuspielen. A la Bonne. Hier haben wir nochmal einen Blick in die Loge. Rechts Leighton Hewitt, daneben ein Kumpel aus der Heimat Adelaide. Im Anschluss Jason Stoltenberg, der Mann, der seit diesem Jahr an der Seite von Hewitt ist. Er wird ja nicht in Madrid am Start sein. Hat heute vor diesem Finale oben auf diesem Stadionplatz ein bisschen Fußball gekickt mit den beiden. Nicht effektiv genug. Es geht über Einstand. Stand, die hat einfach Gas gegeben mit der Vorhand. Und wenn, wie in diesem Fall, Kim Kleister sich zwar zur richtigen Seite orientiert, hat sie natürlich überhaupt keine Chance, da zu reagieren. Diese Vorhand ganz einfach zu schnell. Spielball zum 4-2. Sie hat Mühe bei ihren Aufschlagspielen, aber am Ende kann sie immer wieder gewinnen. Daniela Handtuchowa, sie zum zweiten Mal bei diesem Turnier am Start. Im vergangenen Jahr, da schied sie gleich in der ersten Runde aus gegen die Schweizerin Patti Schnieder. Und in diesem Jahr, da bezwang sie Alexandra Stevenson im Viertelfinale in schlappe 39 Minuten. Das war ihr kürzestes Match in ihrer bisherigen Karriere. Thank you.
Vorwurf an die Spielerinnen, auch an die Topspielerinnen, dass das Spiel zu eintönig sei, dass es zu wenig Variationen geben würde. Das kann man von dieser Partie nicht sagen. Vor allem immer diese Kurz-Cross-Variante ist dabei, die äußerst unangenehm ist zu beantworten. Vorsprung hat bei den Damen längst nicht die Aussagekraft wie bei den Herren. Kamila Hantuchowa, sie übrigens auch eine Spielerin, die 3 Jahre lang bei Nick Bollettieri in Florida war, auf dessen Tennis Academy, ging damals im Alter von 14 Jahren in Richtung Nick Bollettieri und man hat sich letztlich dann im vergangenen Jahr getrennt, weil Bollettieri ganz einfach nicht bereit war, auf der Tour mit herumzureisen. Da wendete sich dann ihre Vermarktungsagentur IMG an Nigel Sears und diese Zusammenarbeit klappt bislang ausgezeichnet. Aber auch für mich ist jetzt genau auf der Verlängerung dieser Seitenauslinie gut zu sehen, der Ball ganz klar im Aus. Hallo. 15:40, da hat Kim Kleisters die Möglichkeiten, zurück in diesen ersten Durchgang zu kommen. Es ist mittlerweile die insgesamt 4. Breakchance für die Belgier. Möglichkeiten vergibt sie doch ziemlich leichtfertig. 2 vermeidbare Fehler am Stück. Einstand. Kim Kleisters hatte diesen Aufschlag deutlich im Aus gesehen, hatte auch überhaupt keine Reaktion mehr gezeigt. So, der Linienrichter hat anscheinend einen Laut von sich gegeben, woraufhin Kim Kleisters ganz einfach irritiert war und sie dachte, er hätte ausgerufen. Aber er sagt, ich habe doch nichts gesagt. Hatten so eine Situation schon einmal in dieser Woche, als Amélie Morismont auf dem Platz war.
Und bei Amelie Morismo saß auch Anders-Ser Ulrich oben auf dem Stuhl und sie hat den Punkt wiederholen lassen. Bin gespannt, was sie jetzt machen wird. Fragt noch einmal den Linienrichter, ob er denn etwas gesagt habe und er schüttelt den Kopf. Der Punkt geht somit also an Daniela Handtuchhofer. Die hat einen Spielball zum 5:3. Sears und Mutter Mariana, die werden zufrieden sein ab der Vorstellung bislang in diesem zweiten Finale der jungen Karriere von Daniela. Ja, dieser Applaus, der gilt Kim Kleisters, die sich anscheinend immer noch über diese Entscheidung eben ärgert. Sicher 15 beide. Fischer, der wurde vor diesem Finale von Porsche-Chef Wendelin Wedekin verabschiedet als Veranstalter dieses Turnieres. Er hat ja 25 Jahre lang dieses Turnier veranstaltet und war letztlich der Initiator dieses tollen WTA-Tour-Turniers. 5:4 die Führung für Handtuchhofer, sie also jetzt mit der Möglichkeit, diesen ersten Durchgang klar zu machen. Kim Kleisters immer wieder dann erfolgreich, wenn sie es geschafft hat, Handtuchhofer an der Grundlinie zu bewegen. Die junge Slowakin verfügt natürlich über eine sehr, sehr gute Reichweite bei ihrer Körpergröße. Ja, gut aufgepasst von der Belgierin.
sofort nach vorne orientiert, als sie sah, dass Handtuch aber nur noch mit einem Rückhand-Slice an den Ball herankam. Umso leichter ist es natürlich vorne, den Punkt abzuschließen. 0:30. Das könnte nochmal Möglichkeiten geben für die Belgierin. Zu lang. Satz Nummer 1 geht an die 19-jährige Slowakin und das mit 6:4. Sechs Breakmöglichkeiten hatte Kim Kleisters in diesem ersten Durchgang, wenn Daniela Handtuchova, die wir hier groß im Bild haben, servierte. Eine einzige konnte sie nutzen und im Gegensatz dazu war Handtuchova imstande, die beiden Breakmöglichkeiten, die sie hatte, beide in einen Break umzuwandeln. Das ist letztlich der Unterschied in Satz Nummer 1 und deshalb hat Daniela Handtuchova auch verdient diesen ersten Satz mit 6:4 für sich entscheiden können. Dafür gab es natürlich Applaus vom 45-jährigen Coach Nigel Sears, ein Brite, der zuvor schon mit Amanda Kurzer und auch Barbara Schett zusammengearbeitet hat. Also da hat die junge Daniela Handtuchova einen erfahrenen Coach an ihrer Seite, der sie lenken wird. Zweiter Satz. Kim Kleisters eröffnet diesen Durchgang. Ausholbewegung Daniela Handtuchova hat auf Vorhand- und Rückhandseite und damit macht sie diesen Ball so schnell.
geschaut. Handtuchhopper hatte gezockt, war einfach stehen geblieben in der Rückhandecke. Der Longline-Ball wäre in diesem Moment also die deutlich bessere Variante gewesen. Einstand. Kim Kleisters hier abschreiben. Das hat sie zuletzt eindrucksvoll gestern unter Beweis gestellt und ja auch schon im Match zuvor im Viertelfinale gegen Lindsay Davenport, denn in diesen beiden Partien gab sie Durchgang Nummer 1 ab. Kleisters ist eine große Kämpferin. Na, das ist vielleicht so die Parallele auch zum Spiel ihres Lebensgefährten Leighton Hewitt. Erstes Aufschlagspiel von Daniela Handtuchhofer in Satz Nummer 2. Die Slowakin kam übrigens durch ihre Großmutter zum Tennis, die eine ganz gute Tennisspielerin war, damals in der Tschechoslowakei. Wurde im gleichen Club groß wie Miroslav Mečer, der ihr großes Vorbild war. Mečer, der bis zum Jahre 90 auf der Herrentour unterwegs war und den Spitznamen die Katze hatte. Schon einmal gesehen, diesen Rückhand-Volley-Stop-Versuch bei Daniela Handtuchhofer. Auch diesmal misslingt er ihr. Sie an sich eine ganz gute Volley-Spielerin, hat in diesem Jahr auch schon 2 Doppeltitel gewinnen können. Insgesamt sogar 4 in ihrer Karriere. Kleisters, aber auf der anderen Seite natürlich ein ziemlich leichter Volley-Fehler bei Daniela Handtuchhofer. Dieser Rückhandflugball war deutlich über der Netzkante und von daher auch einigermaßen einfach wegzuspielen. Das hier links nochmal der Papa von Daniela, Igor. Jemand, der in der Computerbranche tätig ist. Bringt also auch ihr erstes Aufschlagspiel durch in diesem zweiten Satz.
Kim Kleisters hat ja zusammen mit Justine Henin einen wahren Tennisboom in Belgien ausgelöst. Das Interesse derzeit riesengroß. Erhielten unter anderem in diesem Jahr von der belgischen Regierung eine Auszeichnung für besondere sportliche Verdienste. Das gab es noch nie, dass eine Tennisspielerin diese Auszeichnung erhalten hatte. Ja, mit dem war sie schon einige Male erfolgreich am heutigen Tag. Den spielt sie nicht so häufig. Und wenn, dann genau im richtigen Zeitpunkt. Macht sie gut. Die junge Dame aus Bre. In den Griff bekommen, aber ist immer noch da. Starke Vorhand der Belgierin. Sie führt mit 2-1. Kim Kleisters, die gut einen Monat jünger ist als Daniela Hantuchowa, hat den Schritt nach vorne in die Weltspitze dann doch deutlich früher in ihrem Leben geschafft. Sie war mal die Nummer 3 der Welt in diesem Jahr, im März dieses Jahres. Hat in ihrer Karriere schon 7 Turniere gewinnen können. Musste sie ihren Turnierplan ein wenig ändern. Kim Kleisters hatte Probleme mit dem Oberarm, da stand sie kurz vor einem Ermüdungsbruch, außerdem noch mit der Schulter, hat von einigen Turnieren zurückgezogen, spielte letztlich das ganze Jahr über keine Doppelkonkurrenz. Ließ sich dann in Australien von dem Arzt behandeln, der auch Patrick Rafter an der Schulter betreute. 15 Beine. Breakmöglichkeiten für Kim Kleisters. Mal gespannt, ob sie das in diesem zweiten Satz besser machen kann als noch in Durchgang Nummer 1. Als sie nicht nur 5 Möglichkeiten nicht nutzen konnte, sondern bei diesen 5 Chancen auch Hantuchowa kaum vor Probleme stellte.
Variation von Kim Kleisters, dieser Vorhand-Crossball. Hier sehen Sie, Slayton Hewitt spricht da leise mit ihr. Sie steht genau unter ihm. Und ihr gelingt also jetzt endlich das Break. Sie geht dadurch mit 3:1 in Führung. Das war immerhin eben ihr 7. Breakball im Verlaufe dieser Partie. Unglaublich, da muss auch sie schmunzeln, dass sie aus dieser Situation heraus noch in der Lage ist, den Ball kurz cross zu spielen. Dafür muss man den Ball ja eigentlich besonders früh treffen. Schauen Sie sich das an. Und dieser Winkel. Erstklassig. Von Daniela Handtuchhofer lang sein. Damit hat sie die längsten Beine auf der Tour. Ja, die Slowakin hat in diesem Jahr vor allem in Wimbledon bei den US Open, als sie das Viertelfinale erreichte, gemerkt, dass der Zuspruch groß ist, wenn sie den Platz betritt. Hier nochmal rechts ihre Mutter, eine Chemikerin. Durch die Mitte ihrer Gegnerin gerechnet, umläuft die Rückhand, um dann den Ball mit solch einer Wucht Longline wegzuspielen. 0:40, jetzt auch für Kleisters dreimal die Chance zum Break. Tja, ähnliches Bild wie eben bei Kim Kleisters. Ziemlich verkorkst das Aufschlagspiel und damit erleben wir den 3. Aufschlagverlust in Folge. Die Belgierin führt somit also mit 4:2 und hat jetzt den kleinen Vorteil, dass sie mit 9 Bällen servieren darf. Die Bälle werden ja zunächst nach 7 und dann jeweils nach 9 Spielen gewechselt. Thank you.
eigenartiger Verlauf in dieser Phase des Matches. Wir erleben zum dritten Mal nacheinander, dass die Return-Spielerin drei Möglichkeiten hat, den Aufschlag zu durchbrechen. Zu Null dieses Break. Daniela Handtuchowa verkürzt also mal wieder. Wir hier Mitte des zweiten Durchgangs erleben, erinnert ein wenig an den Beginn der gestrigen Halbfinalpartie von Daniela Handtuchowa, als da die Spielerinnen jeweils ihr Aufschlag zu Null abgaben, dann zu 15. Und auch jetzt macht die Return-Spielerin den ersten Punkt in diesem achten Spiel des zweiten Durchgangs. Schauen wir uns das nochmal an. Jetzt schon läuft Kleisters rüber, ist da und hat überhaupt kein Problem, den Punkt zu machen. Aufschlagverlust in Folge werden. Ja, der Ball im Aus. Und damit das Break perfekt. Das war übrigens das achte Break bereits in diesem Match. Kim Kleisters geht somit mit 5:3 in Führung. Ja, und vielleicht sollte sie sich jetzt ganz einfach selbst mal breaken. Die Nummer 9 der Welt also mit der guten Gelegenheit bei eigenem Aufschlag diesen Satz für sich zu entscheiden. Thank you.
Kim Kleisters deutlich daneben gesehen, aber das war die Seitenauslinie, die auch Anders Herr Ulrich nicht gut sehen kann. Kim Kleisters meinte, dass der Ball seitlich im Aus war, also das stimmt bestimmt nicht, er war eher zu lang. Schwer zu erkennen, könnte die Linie aber auch noch berührt haben. Sei es drum, der Punkt ging an Daniela Handtuchhofer. Wir haben also 30-15. Im Aus gespielt, derzeit 1 Stunde 13 Minuten, und wir haben den ersten Satzball der Kim Kleisters. Da kommt sie noch ran, aber da nicht mehr. Mein Gott, das in so einer wichtigen Phase des Matches. Netzkante auf der Seite der Slowakin. Einstand. Ja, am heutigen Tage komplett vertreten, die vierköpfige Familie. Bei den Kleisters fehlt eine, die 2 Jahre jüngere Schwester Elke, die ja selbst eine gute Juniorin ist, gewann in diesem Jahr die Doppelkonkurrenz in Wimbledon und bei den US Open, selbstverständlich bei den Juniorinnen, ist derzeit die Nummer 32 der Juniorinnen-Weltrangliste. Scheint vielleicht dann doch nicht ganz so ein großes Talent zu sein, wie die ältere Schwester Kim, die sich so gerade ein bisschen gedehnt hatte auf der Bank. Das sagte mir bereits zu Beginn der Woche ihr Coach Mark de Hoos, dass sie, wenn sie viel auf diesen harten Untergründen spielt, wie das in der Halle der Fall ist, dann tun ihr einfach die Gelenke weh und dann auch der Rücken. Mark de Hoos, der ist gerade nicht zu erkennen. Der Ellbogen von Dr. Wolfgang Porsche ist da ein bisschen im Weg. Ja, für uns vielleicht die Zeit, nochmal auf das Jahr 2002 der Kim Kleisters zurückzublicken. Hat eine Einzelbilanz von 40-16 Siegen, gewann die Veranstaltung in Hamburg, bezwang dort im Finale Venus Williams, erreichte 2 weitere Endspiele, zuletzt das in Tokio, als sie dann Serena Williams unterlegen war, aber auch in 3 Sätzen. 4 weitere Halbfinals stehen da auf dem Papier bei Kim Kleisters. Und das, obwohl sie, wie gesagt, zu Beginn des Jahres diese Probleme im Oberarm hatte. Es ist ja ein Jahr, bei dem einige Topspielerinnen längere Zeit pausieren mussten. Lindsay Davenport setzte 8,5 Monate aus aufgrund ihrer Prellung am rechten Knie. Martina Hingis musste 3,5 Monate pausieren. Sie, die ja nach diesem Turnier hier in Filderstadt nach dem Aus gegen Elena Dementjeva den Rest des Jahres abgesagt hat, wird also auch beim Masters wohl nicht dabei sein. Und das, obwohl sie schon qualifiziert wäre. Ich glaube, dieser verträumte Blick, der ging gerade
in Richtung Leighton Hewitt. Er ist immer ganz ruhig am Rand, also ganz anders, als er sich selbst auf dem Platz verhält. Wird übrigens jetzt auch noch in der nächsten Woche Kim Clijsters begleiten, wenn sie in Zürich am Start ist. Ja, wenn wir die drei hier schon im Bild haben, links Jason Stoltenberg, er ja auch bis Wimbledon 2001 selbst noch auf der Tour unterwegs. Wollen wir die Gelegenheit gleich nutzen, um auf die Zusammenfassungen des Masters Series Events von Madrid hinzuweisen. Fangen am Dienstag an, vormittags von 10 bis 11. Es wird ja nochmal richtig spannend auf der Herrentour. Da haben noch einige Spieler die Möglichkeit, sich für den Masters Cup, der in diesem Jahr in Shanghai ausgetragen wird, zu qualifizieren. Unter anderem auch Tommy Haas. Auch wenn der wieder Probleme mit der Schulter hat, habe gestern Abend noch mit ihm sprechen können. Diese Verletzung, die sich schon das ganze Jahr hindurchzieht und die ihm das Tennisleben natürlich nicht verschönert. Daniela Handtuchowa ist zurück. Es kann also gleich losgehen mit Satz Nummer 3. Wir haben ja ganz am Anfang unserer Übertragung mal gezeigt, wie weit die Spielerinnen da gehen müssen, um die Toilette vorzufinden. Das dauert ganz einfach eine ganze Weile. Nicht so angenehm, vor allem für die Spielerin, die dann hier auf dem Platz bleibt. Kim Clijsters, sie steht bereits an der Grundlinie. Wollen mal schauen, wie Daniela Handtuchowa den ersten Satzverlust innerhalb dieses Turnieres wegsteckt oder weggesteckt hat. Denn sie eröffnet jetzt den entscheidenden dritten Durchgang dieses Finals von Filderstadt. Kim Clijsters mit ihrem exzellenten Return vor. Der war letztlich auch hier die Basis des Punktgewinns. Die Basis dafür, dass sie gleich zu Beginn dieses dritten Durchgangs die Möglichkeit hat, ihr den Aufschlag zu durchbrechen. Thank you.
Masters führt jetzt auch, was die Anzahl der Breaks angeht. Das war mittlerweile ihr fünftes im Verlauf des Matches. Bei Daniela Handtuchhofer steht dort eine 4. Kleisters, eine sehr abergläubische Spielerin, das erlebt man ja bei vielen Akteuren auf der Tour, bei den Damen sowie bei den Herren. Sie isst beispielsweise immer am Abend vorher das gleiche Gericht, was sie am Tag zuvor gegessen hat, nachdem sie gewonnen hat. Macht Tommy Haas übrigens ganz genauso. Der hat im vergangenen Jahr in Wien, als er dort die Veranstaltung gewinnen könnte, 6 Tage lang Wiener Schnitzel mit Pommes gegessen. Zweiter Aufschlag, ganz einfach zu kurz, zudem nicht platziert. Und dann schnappt natürlich Daniela Handtuchhofer mit ihren druckvollen Schlägen zu. 15 beide. Von der Grundlinie abdrängen. Steht da beinahe im Spagat, um diese Rückhand zu spielen. Ja, sie hat keine Probleme bei ihrem ersten Aufschlagspiel im dritten Satz. Sie erhöht auf 2:0. Ich sag's gerne noch einmal. Dieses Finale ist erst das vierte in der langjährigen Geschichte dieses Turniers, das über 3 Sätze geht. Die Siegerin hat sich also wirklich dann das Siegerauto verdient. Kim Kleisters fühlt sich geblendet. Konnte nicht genau erkennen, was ihr Problem war, aber es scheint behoben. Jetzt Anschluss finden. Ein 0-3 könnte schon so etwas wie die Vorentscheidung sein. Schon einige Male erwähnt, wie sympathisch diese Kim Kleisters ist, wie normal sie ist. Auch wenn man sie morgens im Frühstücksraum zusammen mit Leighton Hewitt, Jason Stoltenberg
ihrem Vater erlebt. Kim Kleisters wurde im Jahre 2000 zur fairsten Spielerin auf der Tour gewählt. Es gab sogar einige, die zu Beginn ihrer Karriere sagten, sie sei vielleicht sogar zu nett, um auf der Profitour zu bestehen. Service Games deutlich einfacher im Vergleich nur dazu. Daniela Handtuchhofer, die hat erst 4 von 10 ersten Aufschlägen im Ziel unterbringen können. Das muss sie versuchen zu verbessern. 1-3 aus ihrer Sicht. Teilweise Bälle aus dem Spagat heraus. Eine extrem durchtrainierte athletische Spielerin, diese 19 Jahre junge Kim Kleisters. Besser als in den ersten beiden Sätzen. Tja, da spielt Daniela Handtuchhofer ihre Körpergröße aus. Toller Kampfgeist der Kim Kleisters. Da wäre vielleicht der Longline-Ball von Handtuchhofer besser gewesen, aber was soll's, am Ende macht sie den Punkt. 30 Beine. Ist ihre Chance zurückzukommen. Da ist die Möglichkeit zum 3-Beine. Okay.
Entscheidung. Und da würde sich Daniela Handtuchauer gerne beschweren, aber Anlass Herr Ulrich saß da gerade 5-6 Sekunden lang mit der ausgestreckten Hand als Zeichen dafür, dass dieser Ball die T-Linie noch berührt hat. Hat sie einiges riskiert, die Kim Kleisters, bei Breakball gegen sich, aber das hat sich gelohnt. Vielleicht mit zu großen Schritten zu diesem Ball gelaufen. Der Abstand stimmte nicht mehr. Und damit wehrt Kleisters auch Breakchance Nummer 2 ab. Breakbälle hat abwehren müssen. Aber vielleicht zeigte dieses Aufschlagspiel ja der Daniela Handtuchauer noch einmal, dass sie immer wieder die Chance hat, hier zu einem Break zu kommen. Das zeigt ja auch die Statistik. 4-mal konnte sie in diesem Match bislang Kim Kleisters den Aufschlag abnehmen. Kim Kleisters, die sich gerade nochmal ein neues Racket genommen hat. Sie hat sich beim Einspielen heute Vormittag, da hat sie schon 2 Seiten durchgeschlagen, bespannt ihre Schläger extrem hart für eine Dame mit 30 Kilogramm längs und quer. Im Vergleich nur dazu Daniela Handtuchauer, sie lässt sich ihre Schläger in diesen Tagen hier von Filderstadt mit 26, 25 beseiten. Aufschlagspiel der Daniela Handtuchauer war enorm wichtig, um einfach dran zu bleiben an Kim Kleisters.
Wir erwarten das achte Spiel in Satz Nummer 3. Kim Kleisters, sie führt weiterhin mit einem Break. Sie muss also nur noch zweimal ihr Service durchbringen. Dann ist sie im Ziel. Dann ist sie die stolze Besitzerin eines Autos, nehme ich zumindest mal an. Sie hat ja die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Entweder einen Scheck über 97.000 Dollar oder eben diesen Porsche S-Boxster. Für Handtuchhofer ist es wichtig, die ersten Punkte in so einem Aufschlagspiel zu gewinnen, damit Kim Kleisters sofort unter Druck gerät. Slowakin den Eindruck, wenn sie nach außen läuft, dass ihr ganz einfach noch so ein bisschen die Muskelkraft im Oberschenkel fehlt. Vor allem im Vergleich zu Kim Kleisters, die auch, wenn sie nach außen laufen muss, noch die Spannung im Körper aufrechterhalten kann. Erstklassiger Rück and Return. Genau ins Eck gespielt. Und das sind alles jetzt Big Points, die anstehen. Ein ganz, ganz wichtiges Ass für die Belgierin. Das war erst ihr zweites im Verlaufe der Partie. Spielball zum 5-3. Bei diesem Finale. Sicherlich eines der besten Spiele dieser Woche. Dieses Match hier zwischen Kleisters und Handtuchhofer. Ihr gelingt das Break. Kim Kleisters hilft ihr dabei. Ein Doppelfehler zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Die Partie ist also wieder offen. Handtuchhofer gleicht aus zum 4 beide. Sie versucht sich die Nervosität nicht anmerken zu lassen. Mariana Handtuchhofer. Ja, und diesen Doppelfehler am Ende ihres Aufschlagspiels, den muss Kleisters erstmal wegstecken.
dieser Stelle vielleicht den Hinweis an die Freunde des Basketballsports. Die Übertragung der Partie Bamberg gegen Telekom Baskets Bonn, die gibt es im Anschluss an unser Finale, oder besser gesagt an die Siegerehrung am heutigen Tage hier in Filderstadt. Dürfte ja nicht mehr zu lange dauern. Tja, da ist Kleister doch nun mal sicher gegangen. Ich glaube, dieser Ball von Daniela Handtuchhofer wäre bereits ins Aus gesegelt. Aber sobald man als Spieler da Zweifel hat, muss man ihn annehmen. Vor allem dann, wenn man den Punkt so dominiert, wie in diesem Fall Kim Kleisters. Eine Möglichkeit zum 5-4 hat die 19-jährige Handtuchhofer noch. Ja, der ist zu kurz. Und so wird aus einem 40-15 ein Einstand. Zum Ball stellen kann, dann spielt sie sehr, sehr häufig einen direkten Gewinnschlag. Ihre nächste Chance zur 5-4 Führung. Wir dürfen bei ihr nicht vergessen, das ist erst ihr zweites WTA-Tour-Finale in ihrer Karriere. Da hat Kim Kleisters doch deutlich mehr Erfahrung. Und wir haben ja bei ihr gestern gesehen, im Match gegen Amelie Morismo. Die hat mit Nerven kaum was am Hut, die Kim Kleisters. Die spielt ihr Ding ganz einfach runter. Zunächst in die Defensive geraten und hat jetzt einen Breakball. Es ist mittlerweile der 11. für die derzeitige Nummer 9 der Weltrangliste. Ja, knapp daneben. Entscheidung vollkommen richtig. Kim Kleisters führt mit 5-4. Einen Aufschlagverlust hat Kim Kleisters in diesem dritten Durchgang bereits hinnehmen müssen. Und das war bei ihrem Aufschlagspiel zuvor. Und da sind nochmal beruhigenden Blicke von Mutter Elz, von Freund Leighton Hewitt. Sie hat die Möglichkeit, jetzt bei eigenem Aufschlag alles klar zu machen. Ah!
Aufschlagspiel. Da kam der erste Aufschlag nicht so wie zu Beginn dieses Satzes. Diesmal kommt er jeweils bei den ersten beiden Punkten. Und wenn der sein Ziel erreicht, macht Kleisters auch meistens den Punkt. Gut gespielt. Mutig dieser Longline-Schuss. Vollkommen zurecht aufgerückt. 30-15. Wieder kommt der erste Aufschlag und erneut geht dann der Punkt an Kim Kleisters. Da gibt es Applaus vom Coach und vom Papa. 40-15, eine Stunde 55 Minuten gespielt. Kim Kleisters hat zwei Matchbälle. Das war's. Kim Kleisters ist am Ziel. Sie ist die Siegerin von Filderstadt 2002. Sie bezwingt Daniela Hantuchova in drei Durchgängen mit 4-6, 6-3 und 6-4. Nach einer Spielzeit von knapp 2 Stunden und damit gewinnt sie hier das dritte Match in Folge in 3 Durchgängen. Vor 2 Jahren noch, da klappte es nicht mit dem Sieg hier in Filderstadt. Da gab es ein 0-6 und 3-6 gegen Martina Hingis. Jetzt aber ist sie die Nachfolgerin von Lindsay Davenport. Und Daniela Hantuchova, ich hatte es eben schon mal gesagt, das war erst ihr zweites WTA-Tour-Finale. Und diese Kim Kleisters ist natürlich eine großartige Kämpferin. Daniela Hantuchova hat hier ein richtig gutes Turnier gespielt. Stand ja erst, wie gesagt, zum zweiten Mal in diesem Jahr im Finale. Als Trostpreis wird Daniela Hantuchova einen Scheck in Höhe von $51.500 kassieren. Und Kim Kleisters, die ist natürlich auch schon in diesen Tagen immer mit dem Porsche herumgedüst, vom Hotel hierauf zur Anlage. Die wird sich, das nehme ich doch mal an, für den Wagen entscheiden. Es gab ja ein Jahr, in dem das nicht der Fall war. Das war im Jahre 94. Nein, 84. Natürlich, Steffi Graf, damals 15 Jahre jung, unterlag der Schwedin Katharina Lindqvist, die einen Volvo-Vertrag hatte und deshalb ganz einfach, so hatte es der Sponsor befohlen, diesen Wagen nicht annehmen durfte. Dürfen gespannt sein, was Kim Kleisters gleich machen wird. Es ist ihr 8. Turniersieg auf der WTA-Tour, ihr 2. in diesem Jahr. Und sie knüpft mit diesem Erfolg hier in Filderstadt an die guten Wochen an, die sie zuletzt gespielt hat, erreichte das Finale von Tokio, stand im Halbfinale von Leipzig und jetzt eben dieser Sieg hier in Filderstadt bei der 26. Auflage dieses Turniers. So, und mit dem Bild des Coaches und des Papas werde ich gleich schon mal in die Werbung abgeben, aber nochmal der Hinweis, wir sind gleich zurück mit der Siegerehrung, mit Interviews, würden uns freuen, wenn Sie dann noch dabei wären. Bis gleich. Porsche Tennis Grand Prix, meine Damen und Herren, heißt seit 26 Jahren Weltklasse-Tennis. Als Weltklasse oder zumindest als einmalig bezeichnen wollen wir auch hier unsere Siegerehrung. Und zur Moderation der Siegerehrung übergebe ich nun an den DSF-Moderator, bitte sehr, Matthias Stach. Tja, man weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, was man sagen soll, liebe Zuschauer. Wir haben alle sicherlich noch ein bisschen Herzflattern. Ein fantastisches Finale, sagt sich immer so leicht, war aber, glaube ich, in diesem Fall so. Und deswegen, glaube ich, bedanken wir uns nochmal recht herzlich bei beiden Damen für ein Riesenspiel. So, und jetzt wollen wir uns mal anschauen, worum es heute unter anderem ging. Es gibt so eine gewisse Automarke, fährt relativ flott daher und ich höre es schon brummen. Also, der Moment ist gekommen. Schauen wir mal kurz darüber. Ein nagelneuer Boxster S
kommt er jetzt hoffentlich problemlos hinuntergefahren. Sechszylinder, 260 PS. Die werden wir nachher nochmal voll ausfahren hier in der Halle. 264 km/h habe ich mir notiert. Das Ganze für die Kleinigkeit von über 70.000 Euro. Man muss aufpassen. Es ist natürlich spannend, wer sich jetzt am Steuer befindet. Ich habe, muss ich sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz souverän runtergefahren. Also, jetzt lüften wir mal das Geheimnis. Wer steckt denn in dieser nagelneuen Boxster-Box? Ja, das ist nicht der Kofferraum. Es ist, wir kennen sie alle. Einwandfrei, unfallfrei, wie eigentlich auch die Tenniskarriere. Sie hat ja hier zweimal gewonnen, einige wissen es bestimmt, waren vielleicht sogar hier. Sie haben hier einiges gewonnen, aber Sie haben hier auch mal was verloren auf dem Center Court, habe ich mir sagen lassen. Ja, mein Rock. Ich stand einfach plötzlich ohne Rock auf dem Platz, das war glaube ich 1990, das erste Mal, als ich auf dem Center Court gespielt habe. Ich weiß nicht, ob manche hier waren, aber es war peinlich. Ist längst vergessen. Vielen Dank, Anke Huber. So, und jetzt stellen wir Ihnen das Ehrungskomitee vor, denn besondere Finals benötigen natürlich auch besondere Personen. Zum einen hätten wir da an erster Stelle, einige haben ihn vorhin schon gesehen, den Vorstandsvorsitzenden der Porsche AG, Dr. Wendelin Wiedeking. Den Mitglied des Aufsichtsrates der Porsche AG mit dem schönen Namen Dr. Wolfgang Porsche. Der Turnierdirektor des Porsche Tennis Grand Prix, das ist der Herr Udo Cervellini. Dazu den PR-Direktor der Porsche AG, Anton Hunger. Und dann die junge Dame, die charmante junge Dame, die dieses Turnier mitgeprägt hat. Heute garantiert verliert sie kein Kleidungsstück. Es ist, wie es hier heißt, Operating Tournament Director Anke Huber. So, und damit kommen wir jetzt aber zu den eigentlichen Hauptpersonen dieses Finals. Nochmal ein dicker Applaus für, ja, ich würde sagen, zweite kann man fast gar nicht sagen. Tolles Turnier von Daniela Hantuchowa. Glückwunsch nochmal. Ihr Applaus. Daniela, die Zuschauer hier und auch uns Journalisten ging es so, also die Pumpe war auf 240 Minimum. Wie ist das denn auf dem Platz, wenn das ständig hin und her geht? Was haben Sie da gefühlt? Ja, also ich habe heute ganz gut gefühlt und hoffentlich haben wir ein gutes Match mit Kim gespielt. Ich möchte Sie gratulieren für ein tolles Turnier. Sie hat super gespielt und am meisten möchte ich die alle Leute, die hier diese Woche gekommen sind, weil ich fühlte mich hier wie zu Hause und die Publikum war einfach toll. Jetzt interessiert mich eine Frage, Sie plaudert hier so locker daher, warum sprechen Sie eigentlich so gut Deutsch? Ja, also habe ich in der Schule ungefähr 5 Jahre gelernt, aber dann habe ich fast alles vergessen, weil am Turnier nutzt man nur Englisch. So. Aber hoffe, ja, also
etwas so. Ja, manchmal versuche ich noch immer Deutsch zu sprechen. Und toll. Also ich glaube, wenn man jetzt die Leute hier fragen würde, ob sie irgendeine Frage an Sie hätten, gäbe es nur eine. Kommen Sie im nächsten Jahr wieder? Ja, also sicherlich. Also für mich dieses Turnier ist einer der, also für mich ist einer der besten Turniere der ganzen Literatur. So freue ich mich schon jetzt, an nächstes Jahr hier wieder zu sein. Vielen Dank, Daniela Antuchova. Vielen Dank. So, wo haben wir die Anke Huber? Anke, könntest du sie rübergleiten? Denn jetzt gibt es natürlich auch noch was zu gewinnen, auch für die zweite, ganz klar. Dr. Wiedeking wird gratulieren, Dr. Wolfgang Porsche gibt die Blumen, ganz schöne, wenn ich das richtig sehe. Und der Turnierdirektor Udo Cervellini den Pokal. Und daneben gibt es noch die klitzekleine Kleinigkeit von 51.000 Dollar. Sie hat es verdient. So, ich bin jetzt mal schnell hier rüber gegangen, denn jetzt stehen wir hier an dem Gefährt, das ich mich kaum anzufassen traue. Die Siegerin des Porsche Grand Prix 2002 kommt aus Belgien, ist ebenfalls 19 Jahre jung und heißt Kim Kleisters. Glückwunsch! Kim gegen Lindsay Davenport gab es 3 Sätze, gegen Amelie Morismaud gab es 3 Sätze, jetzt gibt es auch 3 Sätze. Und wissen Sie, was das Tollste ist? Sie ist seit Beginn der Woche erkältet, hustet ohne Ende. Wie geht denn das eigentlich? It's getting better, you know, when wird schon besser. Wenn so ein Turnier anfängt, dann muss man sich einfach da durchgehen. Es wird immer besser. Am Anfang, da hatte ich kein so ein gutes Gefühl, fühlte mich nicht so gut, aber jetzt fühle ich mich natürlich schon viel besser und gegen Ende, gegen die großen Matches, wurde es auch immer besser. Familie ist hier, auch Freunde natürlich. Haben die Sie denn vernünftig gepflegt in der Woche? Ja, ganz lieb. Und das war wirklich prima. Jeder hat sich um mich gekümmert und hat mich gepflegt und ich war wie ein Patient. Alle waren meine Krankenschwester. Das war ganz nett. Tja, ganz nett kann man durchaus sagen, finde ich, für so eine Woche tolles Tennis. Jetzt war sie ja schon mal im Finale 2000, also sozusagen Dauergast. Bei diesem Spiel im entscheidenden 3. Satz, auch diese ständige Hin und Her, sind Sie eigentlich so nervenstark? Weil auch gegen Amelie Morismaud war es ja nur nicht so deutlich am Ende. Na, also ich muss schon sagen, ich wurde zum Ende ziemlich nervös. Aber Daniela, das wusste ich, sie ist eine starke Spielerin. Ich muss ihr Glück wünschen. Sie ist jetzt ja noch weiter oben in den Top Ten. Und das hat sie groß wohl verdient. Sie ist eine ganz tolle Spielerin. Aber ich muss sagen, ich wurde wirklich nervös. Und jetzt, wenn ich das Auto hinter mir sehe, dann werde ich noch nervöser. Das kann ich verstehen. Das wäre ich auch. Aber ich kriege ihn ja nicht. Eine Frage habe ich noch. Es gibt das Gerücht, dass Sie aus Aberglauben jeden Abend das gleiche gegessen haben, aus Ihrem näheren Umfeld. Stimmt das? Ja, versuche ich. Also, ich habe Spaghetti Bolognese hier gegessen und ich finde, es ist gut, wenn ich heute Abend was anderes esse. Wird sie. Es gibt, liebe Zuschauer, will ich ganz kurz sagen, noch eine kleine Geschichte. Als Kim Kleisters 4 Jahre alt war, ihr Vater, der sitzt da drüben irgendwo, ist ein ganz toller Fußballer, nach wie vor, war es früher aber auch, Fußballer des Jahres in Belgien unter anderem. Und da hat er irgendwann mal den goldenen Schuh bekommen. Er war der beste Fußballer Belgiens. Und dann gab es so eine kleine Trophäe, ich glaube aus Schokolade und Marzipan, und wups, er sich versah, hatte klein Kim, damals 4 Jahre alt, das Ganze verputzt. Jetzt haben wir uns gedacht, das ist aber ziemlich ungerecht, was der arme Vater. Und jetzt haben wir uns gedacht, heute zum Gewinn gibt es einen Tennisschläger und der ist nur für Papa Leo. Okay. Since I had it that week, I didn't like it since then. So, you know, but it's, thank you very much. Vielen Dank und das ist wirklich ganz toll. Es ist sehr schwer.
Sie können es ja denn ablegen. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe in einem Interview über Sie gelesen, Sie würden sich wünschen, ein Abendessen mit Brad Pitt. Was sagt denn Leighton Hewitt dazu? Sein Freund, der da drüben sitzt, der heißt Dankeschön. Auch Brad. Den nehme ich dann in anstelle. Kim Kleisters. Und Anke geleitet sie wieder zum Ehrungskomitee. So, natürlich gibt es gleich auch wieder Blumen von Dr. Wolfgang Porsche. Und dazu das Wichtigste, die Autoschlüssel. Großer Moment also mit den Schlüsseln. Ja, erst die Schlüssel!